Das Jahr 800 nach Christus. Der militärische Siegeszug des Islam verbreitet nicht nur Krieg und den neuen Glauben, sondern auch überlegene Wissenschaft und Hochkultur. Die Araber sind zu einer Seefahrernation geworden. Sie erweitern die Kenntnisse der Mathematik, Astronomie, Kartografie und Navigation, der Optik, Chemie, Physik und Medizin. Die Muslime, die Araber, bringen die besten Wissenschaftler des Mittelalters hervor. Die Vorschrift des Koran, zu festgelegten Zeiten in Richtung Mekka zu beten, erfordert exaktes Wissen über Zeitmessung und Orientierung. Und Seefahrer, die Ziele erreichen wollen, sind mehr an praktikablen Theorien als an theologischer Korrektheit interessiert. Die Araber lernen von allen Kulturen, denen sie begegnen. Ihre Gelehrten entdecken die Werke der griechischen Philosophen. Das Ergebnis ist eine einzigartige Blüte des Wissens, der Kultur und der geistigen Freiheit. Die arabische Dichtung, vom Koran eigentlich mit Misstrauen bedacht, ist eine weitere Triebfeder dieser Entwicklung. Worte wie Ziffer, Zero, Algorithmus, Zenit sowie unsere Zahlen sind ein Erbe dieser Zeit. Das arabische Wort für diesen Prozess steht überraschenderweise mit dem Begriff Dschihad in Verbindung. Dschihad bedeutet einfach die sogenannte Befleißigung, die Fruchtbarmachung von allem, was man eben anfasst. In der Religion, in allen Disziplinen, wenn man eben denkt an die große Theologie, das bedeutet, man muss hier innovativ arbeiten und nicht nur rezipieren und mitteilen. In der Wissenschaft, in der Philosophie haben das die Leute gezeigt. Sie haben nicht nur die Philosophie der Altgriechen übernommen, Platon und vor allem Aristoteles, sondern sie haben das vermehrt, innovativ weitergeleitet. Avicenna, neben Averroes, der bedeutendste Philosophenwissenschaftler, schreibt medizinische Lehrbücher, die in Europa bis in das 17. Jahrhundert gelten, weil man nichts Vergleichbares besitzt. Der Niedergang dieser Kulturblüte und der Naturwissenschaften hängt mit dem Erstarken der orthodoxen Theologie zusammen. Die Logik des Aristoteles, einer der Schlüssel für den Aufstieg, wird auf Betreiben von Klerikern verboten. Die Philosophen werden geächtet. Die arabischen Schiffe werden von Spaniern und Portugiesen kopiert, das islamische Wissen übernommen. Die Europäer wagen sich um 1450 auf den Atlantik mit arabischer Technik. Die islamische und arabische Kultur. Ein mächtiges Gebäude auf dem Fundament eines heiligen Textes, des Koran, erzeugt Meisterwerke der Architektur, der Technik und Kunst, weil sie es schafft, die Kultur des Mittelmeerraums für sich fruchtbar zu machen. Die wichtigsten Zentren der antiken Wissenschaft waren ja gar nicht mal in Griechenland selbst, sondern sie waren in Alexandria, das heißt in Ägypten, ja, und in Syrien zum Teil. Das heißt, man konnte im Grunde genommen in diesen Gebieten auf Traditionen zurückgreifen, die in dem eigenen Land, auf dem eigenen Territorium gepflegt wurden. Und in Europa sah das doch ein klein wenig anders aus. Deutschland, Frankreich waren ja auch in der Antike nicht Bildungszentren gewesen. Der Islam hat Stammes- und Rassenschranken überwunden. Der Koran ist von Westafrika bis nach Indonesien heiliges Buch. Eine mächtige Kultur. Ihr Niedergang beginnt mit dem Verlust der Gedankenfreiheit im Mittelalter. Mit theologischer Versteinerung. Europa hat dem Islam viel zu verdanken. Spanien erlebt unter der Umayyadenbesetzung von 755 bis 1031 und bis zum Fall der letzten islamischen Enklave Granada im Jahre 1492 eine Blütezeit. Trotzdem,
Kurz nach der Besetzung beginnt die Reconquista, der Versuch der christlichen Rückeroberung. Dieser Kampf wird Jahrhunderte dauern. Der Islam in Europa. Jahrhunderte werden Portugal und Spanien muslimisch geprägt. Es gibt viele unbekannte Gemeinsamkeiten und Einflüsse. Die Araber bringen das Schachspiel nach Europa, das Wissen über Gärten und Ackerbau. Ihr Architekturstil beeinflusst die Gotik. Sufi-Mystiker werden später sogar die Regeln der Jesuiten prägen. Während der Umayyadenzeit unter dem Islam leben Juden, Christen und Moslems friedlicher zusammen als jemals zuvor oder danach. Die Christen können ihren Glauben ausüben. Der Islam respektiert die christliche und jüdische Religion. Im fernen Osten den Buddhismus und den Hinduismus. Handwerk und Kunst profitieren vom arabischen Wissen. Der Damaszenerstahl ist nur ein Beispiel für die arabischen Kenntnisse der Metallverarbeitung. Eine der merkwürdigsten Übereinstimmungen? Das Rittertum. Das Ritterideal der frühmittelalterlichen Muslime und Christen ist sich sehr ähnlich. Sogar die Minne, also die Verehrung für eine ferne, unerreichbare Dame, ist wahrscheinlich eine Erfindung der früharabischen Dichtung. Die Kultur der Troubadoure, von der Dichtung bis zur Musik, stammt aus Bagdad und wandert nach Frankreich. Na, also es gab schon ein Ritterideal und das findet man eben gerade auch bei diesem syrischen, bei dieser syrischen Quelle, diesem Usama ibn Munqidh, der selbst. Das Erbe, das die Muslime hinterlassen haben, vermischt sich in Spanien mit der christlichen Kultur. Europa verdankt die Rückkehr zu seinen antiken Wurzeln dem Islam. Europa verdankt die Rückkehr zu seinen antiken Wurzeln dem Islam.